Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 76. In der letzten Folge haben wir den Sohn eines von uns gesuchten Tieres getötet. Jetzt müssen wir noch den Vater suchen, der hier auch irgendwo rumstreunert. Und ich weiß nicht, wo er ist, aber sein Sohn war schon ziemlich hartnäckig. Warte, ich krieg einen Anruf. Oh Gott, ich muss mich verstecken. So, wenn Mutters anruft und fragt, wann wir endlich mal Kinder bekommen wollen. Meine Antwort, nie. So, wo ist Daddy Bear? Oh, Daddy Bear, wo bist du? Oh, das sieht mir doch schon. Oh. Da, wo wir angefangen haben. Alles führt zurück an den Anfang. Und ich wette, Papa Bär ist hier. Oh, nein. Oh, fast hätte ich. Oh. Ich muss natürlich die Armbrust verwenden. Aber die Genauigkeit von der Armbrust im Watz ist gut, ne? Das finde ich erstaunlich. Mal gucken, der da hinten. 95%. Das ist echt gut, ne? Also wirklich. Wo ist jetzt der Daddy? Wenn er mir gleich in den Rücken springt und ich tot bin, dann raste ich aus. Wir müssen einfach weiterhin dem Fluss folgen, glaube ich. Aber wir sind schon am Ende des Flusses. Ich habe den Fluss verloren. Wo war denn der? Der war doch hier in diese Richtung. Fluss? Nee, der war die andere Richtung, aber das Honig. Bären mögen Honig. Das habe ich gelernt, als ich Cartoons geguckt habe. Cartoons lügen nicht. Das wissen wir. Deswegen weiß ich, dass SpongeBob irgendwo unter Wasser lebt. Unter Leos ärgert. Das ist übrigens meine Inspiration. Wusstet ihr eigentlich, dass SpongeBob nichts anderes als ein Troll ist? Hätte SpongeBob Internet, er wäre einer der größten Internet-Trolls der Welt. Nur, dass er nicht unter der Brücke lebt, sondern unter einer Ananas. Wurde mir eigentlich was gekauft? Gekauft von mir? Nein. Schade. Wieso kauft keiner was? Ich habe doch ein gutes Angebot. Da ist der Fluss. Okay, wir haben ihn wiedergefunden. Dann folgen wir einfach dem Fluss weiter. Wir haben ja da hinten, da wo wir den Beleidigungsbot gestern getötet haben. Ja, der ist hier bestimmt am See. Kann ich mir gut vorstellen. Ma? Deine Rare-Kröte im Wald. Wurdest du geboren oder gemacht? Das klingt nach gar nichts. Möchtest du noch über etwas anderes reden? Ich bin mir nicht sicher. Wie wäre es mit einer schönen Partie Schach? Ja. Da quatschen die einfach nur. Ich habe Besseres zu tun, als euch zuzuhören. Oh! Ich glaube, sie ist böse auf mich. Ich finde es ja lustig, dass man so zwischendurch einfach mal irgendwelche Bots findet, die irgendwie Scheiße labern, aber ich muss das nicht haben, dass sie mich die ganze Zeit voll quatschen. Dr. Franks Tagebuch. Eintrag Nummer 411. Die Tests sind gut verlaufen. Ich habe die Drüsen und Gehirnmasse eines Geckos in einen Fisch
gespliced. Bioshock lässt grüßen. Und eine vollkommen neue Kreatur schaffen. Ich werde reich. Ich muss das auch bei größeren Tieren versuchen. Eintrag Nummer 502. Hatte ein paar Probleme mit dem Maus-Katze-Hybriden. Er hat andauernd sein eigenes Bein abgenagt. Eintrag Nummer 555. Ich hatte große Hoffnung in den Hund-Katze-Hybriden gesetzt. Das wäre das perfekte Haustier gewesen. Damit hätte ich ein Vermögen machen können. Eintrag Nummer 673. Ich habe eine neue Technik zur Gehirntransplantation entwickelt. Aus dem Tierheim bekomme ich keine Hunde oder Katzen mehr. Aber ich konnte einen verwundeten Bären retten. Ein bisschen Rinderhirn und Drüsen dürften ihn etwas zahmer werden lassen. Eintrag Nummer 695. Ich habe einem Hybridbären den Namen Fluffy gegeben. Er scheint mich zu mögen. Ich kann in seinem Käfig kriechen und ihn streicheln. Eintrag Nummer 712. Fluffy hat Wutanfälle bekommen. Ich musste ihm ein Elektrohalsband anlegen. Er mag es immer noch, wenn man ihn hinter dem Ohr krault, aber dafür muss ich den richtigen Zeitpunkt abwarten. Eintrag Nummer 723. Fluffy ist entkommen. Sein Elektrohalsband war abgerissen. Ich muss ihn finden. Eintrag Nummer 724. Die Polizei in Monagar meinte, an irgendeinem See hätte es Sichtung großer Tiere gegeben. Das klingt nach Fluffy. Angeblich wurden zwei Wanderer in der Gegend getötet. Ich konnte einen Blick auf den Spurensicherungsbericht werfen. Das war mein armer Fluffy. Skelett. Auf dem Namensschild steht Nova Biogistics Dr. Frank. Oh! Ich liebe unsere Türklinge. Die Türklingel ist die beste. Jetzt gibt's Essen. Das heißt, ich beende nochmal kurz den Bären hier. Ohrenmarke Testsubjekt J12 Fluffy. Das nehme ich alles an mich. Oh, nice. Suche in der Nähe des Tierbaums nach Hinweisen. Achso, hier ist der letzte Hinweis. Eintrag Nummer 726. Ich habe Fluffys Höhle gefunden. Mich ihr aber noch nicht genähert. Es scheint friedlich zu sein. Mal sehen, ob ich ihn sedieren kann. Und dann ist er dabei verreckt, oder was? Na gut. Ich mache jetzt erstmal eine Essenspause. Oh, Kopftrophäe vom. Oh, nice. So, da bin ich wieder. Es ist einige Zeit vergangen, höchstwahrscheinlich haben wir wieder Munition zum Abholen. Und ich würde sagen, ich brauche jetzt mal was zu trinken. Ich lag da nämlich gerade eben ziemlich lange. Bin froh, dass ich nicht rausgeflogen bin. So, was ist momentan voll am Vergammeln? Na gut, es ist eh nicht gekocht. Das können wir also vergessen. Na, ziehen wir uns Köterkeule rein. Und dann erleuchtende Steak. So. Wir machen die nächste Quest. Besiege Befreier. Event, Beanspruchung, ungerüstete Munition. Oh. Hey, ich muss eh Munition abholen. So. Und so viel dazu. Bin gespannt, wie teuer das Reparieren sein wird, falls ich überhaupt noch repariere. Ich weiß es nicht. Lohnen würde es sich wahrscheinlich eher nicht. Sagen wir es so. Nee, 45 Stahl will ich dafür nicht ausgeben. Gehören sicherlich nicht. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Den habe ich ja eh. Ach, die wurden nicht weggemacht. Alles klar. Na gut. Habe hier jetzt alles eingesackt. Ich würde sagen, dann machen wir mit der nächsten Mission weiter. Die Kralle ist echt Porno. Ich liebe sie. Die ist einfach geil. Alter Schwede, wieso habe ich sie nicht vorher verwendet? Naja. De facto ist, wir können aber das hier rausnehmen.
Weil zwei Hand verwenden wir eh nicht. Ja. Schon haben wir wieder Punkte frei. So viel dazu. Gut, dann gucken wir mal. Unsere neue Quest wird sein Tod und Taxidermie. So, dann bekomme ich noch einen Kopf mehr. Wurde mir jetzt irgendwas abgekauft? Nein. Ich war eine halbe Stunde weg. Da muss ja wohl möglich sein, dass mir jemand was abkauft. Suche die Höhle. Okay. Da ist der Kuriositäten-Ding ins Kirchens. Was haben wir hier? Baupläne? Gut. Ich glaube, von der Entfernung her nehmen wir mal Vault. Dann bin ich gespannt, was in der nächsten wöchentlichen Belohnung sein wird. Hey Katze! Hey! Hey Katze! Was jagst du da? Mach keinen Scheiß. Er hat sich wegen jedem kleinen Scheiß erschreckt. So, ich würde sagen, weil ich's kann, ziehe ich mir in Redaway rein. Wo habe ich jetzt so viel Redaway wieder her? Das ist einfach verblüffend, wie viel Redaway man bekommt. So. Dann wollen wir mal Summerswell. Hey, Katz, hier bin ich. Hinter dir. Hey, hier. So ein Arschloch. Hey. Er hört nicht auf mich. Er hat nicht mal einen Namen. Mr. Flauschig. Hört er nicht drauf. Sein richtiger Name. Lucifer. Hört er nicht drauf. Aber wisst ihr, worauf er hört? Hey, Arschloch. Hör auch nicht. Leckerli. Essen. Worauf hörst du überhaupt? Diese Katze. Zu nichts zu gebrauchen, der Junge. So. Jetzt meckert er auch noch rum. Super brutaler gut, Level 5. Ah. Der ist sowieso weg, wenn ich ihn schlage. Aus dem Bild. Oh, ich finde schön, dass man mit der so richtig schön schnell zuschlagen kann. Alles, was so klein ist, hat eigentlich überhaupt keine Chance. Wir müssen die Armbrust aufbrauchen. Wir müssen nämlich noch mal 50 Armbrustmunition herstellen. Und deswegen müssen wir sie aufbrauchen. Und da kommt mir das hier genau richtig. Zack. Aber wir haben gleich schon wieder ein Level-Up, Alter. Zack. Wo ist eigentlich der Schleichbonus hier? Gibt's da einen Schleichbonus? Wirkt irgendwie nicht so, oder? So, ha, gefunden. Raymond, ich schicke dir eine Liste der Dinge, die ich morgen brauche. Aber ich wollte dir persönlich sagen, was ich gefunden habe. Was Großes! Das muss es sein. Ich habe einen toten Bären gefunden. Zerfleischt. Eine Frau in Beckley meinte, hier oben gibt es ein bleiches Monster. Die Bestie. Hör mal, dieses Ding. Wenn das nur halb so verrückt ist, wie es klingt, ist das eine Goldgrube. Kelvin würde Unmengen dafür bezahlen. Raymond, das ändert alles. Wir könnten endlich den Laden kaufen. Oder einen neuen Truck holen. Oder jemanden einstellen. Okay. Bitte bring die Vorräte zu meinem alten Angellager am Teich nördlich von Beckley. Da, wo ich den zweiköpfigen Fisch gefangen habe. Im Truck beim Laden müsste eine Karte sein, die dich zum alten Angellager führt. Komm her und such nach dem Lager. Parke in der Nähe meines Wagens auf der Straße. Ach, und Raymond, tut mir leid, dass ich seit fast 2 Wochen unterwegs bin. Ich weiß, es dauert länger als sonst. Aber ich glaube, das ist es wert. Die war aber leise, die Kollegin. Big Rock, Berkeley Springs, Camp Spot, Route 81 und ein See. Ja, wenn es die Höhle ist da hinten,
Ist ja schon ein bisschen armselig, oder? Begib dich zum Ort der Auslieferung. Stürmen und säubern. Uranrausch. Ja, Uranrausch ist auch ganz nett, aber das haben wir schon mal gemacht. Na gut. Waren hier nicht noch mehr Hinweise? Hier, das hier. Katalog der Kuriositäten. Ja gut. Wir nehmen auch Sonderaufträge an. Und die Kiste war doch auch irgendwie Wirbelsäule. Okay. Ein Gartenzwerg. Hat er gerade Geräusche gemacht in die Glühbirne? Ein Puppenkopf? Wieso ist das alles hier so seltsam? Das sind alles Fake-Monster. Da, dem Wolf haben sie ein Schwein übergezogen. Das ist einfach nur ein Hühnchen, das aussieht wie ein Alien. Ist geil, ne? Na gut. Was haben wir? Begib dich zum Ort der Auslieferung. Ja gut, das ist recht einfach. Gehen wir direkt dahin zum Luftreiniger. 26 Kronkorken, ich werd wahnsinnig. Die machen mich arm. Leer. Halb voll. Ja, ja. So einfach geht das, Freunde. Man denkt sich einfach, jetzt einen vollen Energy. Dann kriegt man nur einen halb leeren, aber egal. Ne, halb voll, meine ich. Täglich Schrotteinwurf. Gebe ich einen Scheiß drauf? Na, 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 na. So. Den wollen wir mal hier hingehen, da. Das ist Route 81 und das ist das Auto mit Käfigen. Und Wegbeschreibung zu Janelles Lager. Parke in der Nähe meines Wagens. Gehe nach Osten an dem großen Baum vorbei, überquere die kleine Wasserfurche, die in den See führt. Suche nach meinem alten Zelt. Ja, das ist doch da, wo... Uns wird doch die Position der Quest gezeigt. Das ist eine lange Fahrt, also kann ich es auch proben, bevor ich es ihr sage. Atmen, Raymond. Du schaffst das. Sie wird dich anhören. Okay, okay, also Janelle, mein Schatz. Ich helfe dir, das Vieh zu erlegen, aber wir müssen uns auf das Wesentliche besinnen für das Geschäft. Vielleicht sollte ich ihr sagen, dass letzten Monat keine der experimentellen Taxidermien verkauft wurde. Nein, das ist fies. Sie hatte so einen Spaß daran. Okay, okay. Also, unterstützender. Ich möchte, dass du weiter deine Kunst machen kannst. Das zaubert dir immer so ein schönes Lächeln ins Gesicht. Aber echte Monster zu jagen? Das ist zu gefährlich. Wir sind Fallensteller. Und das meiste bekommen wir von der Straße. Calvin kauft uns jeden Monat fast alles ab. Das ist gutes Geld. Genug für deine komische Kunst. Nein. Oh, sie soll sich nicht schlecht fühlen, verdammt. Okay. Ich sollte einfach die Käfige abladen und sie suchen. Ich mache hier viel Wind um nichts. Wir finden bestimmt eine Lösung. Okay, da wären wir. Jetzt muss ich die Käfige beim Teich abladen und dann gehe ich zu ihrem Zelt. Ich schaff das schon. Ich dachte, jetzt will er hier einen Heiratsantrag machen, aber... Sag doch, was dir nicht passt. Also, wenn Reggie mir ankommen würde und sagen würde, hey, ich will einen Massenmörder jagen, und dann zeige ich hier mal einen Vogel. So, Raymond, leg die Vorräte einfach in mein Zelt und warte da. Lauf nicht herum, während du du den Köder dabei hast. Ich bin bei den Hügeln hoch, um mir nochmal die Höhle anzusehen. Ich glaube, die Bestie hat Junge gekriegt. Ich habe sie quieken gehört. Pass auf dich auf und rühre dich nicht von der Stelle. Ich bin so bald wie möglich wieder da, Janelle. Und da ist sie auch verreckt. Nehme ich mal stark an. Dann war hier noch, zerbrochener Käfig. Smarties Köder und Fallen für große Tiere.
Ja, so groß ist der jetzt nicht. Aber ich wette, da waren Fische drin. Und wer oder was mag Fische? Bären. Ihr wisst Bescheid. Wir jagen einen Bären. Untersucht das Gebiet in der Nähe des Lagers. Ja, das führt eigentlich direkt zur Höhle. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt bei der Höhle. Da wird wahrscheinlich irgendwas sein. Smarties Köder. Die Leiche eines Mannes umgeben von einer zerfetzten Köderpackung. Du solltest doch nicht rumlaufen. Warum wächst hier überall das grüne Zeug? Wegen der Strahlung? Oder ist das Viech was anderes? Da, überall das grüne Zeug. Raymond ist tot. Ich habe seinen Schrei und das Heulen der Bestie gehört. Ich weiß es. Er ist tot. In der Notiz habe ich geschrieben, dass er mir nicht folgen soll. Warum hat er das getan? Ich habe das Monster bis zu einer Höhle bei Beckley verfolgt. Er muss irgendwo zwischen der Höhle und dem Teich sein. Die Bestie hat einen ganzen Wurf. Ich wollte die Jagd schon abblasen. Aber jetzt beende ich es. Ein für alle Mal. Ich gehe nach Beckley und hole Hilfe, wenn ich fertig bin. Dann kümmern wir uns um Raymond. Den armen Dummkopf. Ich hätte die Bestie töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich werde dich kriegen, du verdammtes. Aber war schon cool, wie sie dann hier so stand und auf mich geguckt hat. Nicht schlecht. Und es war ein legendärer. Ja, nur leider habe ich wieder eine Scheiße bekommen. Die Frage ist, was ist besser? Energieresistenz oder Rüstung? Ich glaube, Energieresistenz ist im PvP wesentlich besser, oder? Nichtsdestotrotz, rechtes Bein. Was haben wir beim rechten Bein? Plus ein Stärke. Ja, das würde uns hier eine Beweglichkeit geben, ne? Aber ich bevorzuge, glaube ich, Stärke. Ja gut, so viel dazu. Ja, war hier nicht eine Höhle? Oder war das scheiße übersetzt? Und damit ist das hier gemeint. Naja, keine Ahnung. Aber weil er ein leuchtender Wolf war, erklärt das vielleicht das hier. Weil er natürlich die Strahlung ausgestrahlt hat. Was ich aber nicht verstehe ist, warum er immer noch Welpen hatte. Sie hat gesagt, dass die Bestie einen ganzen Wurf hatte. Was bedeutet, dass sie wahrscheinlich gerade erst die Jungen bekommen hat. Und so alt wie die aussahen, ich würde sagen maximal 1 bis 2 Jahre alt. Maximal. Es ist also noch nicht allzu lange her, dass die da hier überall verreckt sind. Oder das ist Kanon gewesen. Kann auch sein. Wenn wir schon mal hier sind, wir hatten, glaube ich, sonstiges. Öffne den Spind des Bergarbeiters. Ja, das ist nicht hier. Da. Naja, ein legendärer Bär getötet. Ich hätte ein Foto schießen sollen, wie er da oben steht. Ach, verdammt. Aber wer denkt da auch schon dran, ein Foto zu schießen? Es wäre so ein cooles Bild gewesen. Ich sollte immer im Kopf haben, die Kamera zu zücken.
Gerade auch bei solchen Endquests quasi. Naja. Was soll's. Die Rüstung werden wir auf jeden Fall gleich verkaufen und vielleicht haben wir dann auch schon genug. Nee, uns fehlt glaube ich noch 39. Ja, nee, da haben wir nicht genug. Dann brauchen wir noch nicht hingehen. Wir brauchen noch ein, zwei legendäre Sachen. Ja, ich würde mal sagen, der gibt mir ungefähr 20, ne? Ups. Du hast nichts gesehen, Kollege. Ja, vielleicht doch. Gib mir mein Level up. Ja, nice. Dankeschön. So. Aber wenn ich jetzt gerne aufstehe. Wobei, sollen wir aufstehen? Ich weiß es nicht. Wir könnten natürlich die Einhandwaffe noch weiter verbessern, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, es endet auf jeden Fall damit, dass wir komplett auf Einhandschaden gehen. Aber zuerst würde ich gerne das hier weitermachen. Ich meine, wir haben ja nahezu unendlich Level frei, also so ist es nicht. Huch. Ich habe es nicht gesehen, dass ich eine Waffe in der Hand hatte. Okay, das dazu. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu weiteren Abenteuern hier im Le Ödeland. Haut rein, euer Zero. Tschüss.